Herzlich willkommen zu einer neuen ADF-Spotlight-Folge. Dieses Mal ist es eine ganz besondere Folge. Ich hoffe, der Uli kann schon mal eine Seite weiterschalten. Wir haben die 100. Edition von ADF-Spotlight und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie immer so zahlreich teilgenommen haben und natürlich auch an die Referenten und Organisatoren, die das Ganze ermöglicht haben. Wir haben damals 2012 gestartet im Februar, hatten über 1.831 Teilnehmer und 54 Sprecher. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank an Sie alle, an die Sprecher, an die Organisatoren. Und ich hoffe, wir werden die nächsten 100 auch noch schaffen und bin da natürlich immer auf Ihre Ideen sehr, sehr gespannt und ich freue mich dann auf Ihre Rückmeldung, gerade wenn Sie das auch mir persönlich zusenden, in der E-Mail oder im Chat oder Sie können mich auch direkt anrufen und mir Ihr Feedback geben. Ja, was haben wir für dieses Jahr geplant? Es gibt auch ein paar kleine Änderungen. Also das Ganze bleibt ja auch lebhaft, wenn wir Änderungen einführen. Wir fangen jetzt immer um 9 Uhr an. Die Session geht 30 Minuten lang. Und was neu ist, wir wollen Diskussionsrunden organisieren dieses Jahr und haben dort freie Termine noch in Aussicht gestellt, die wir dort auch mit Themen füllen können. Da wird es demnächst von mir dann nochmal eine kleine Umfrage geben zu möglichen Themenvorschlägen. Beziehungsweise ich werde Sie dann auch nochmal direkt per E-Mail anschreiben. Da können Sie mir gern auch Ihre Vorschläge zuschicken. Es gab schon so von einigen ein paar Vorschläge. Die werde ich einfach auch zur Abstimmung stellen, sodass man da dann auch einen Termin finden kann und sich da auch Zeit reserviert für die Diskussionsrunde. Das wird dann eine Online-Diskussionsrunde werden. Diese Idee ist auch schon während des letzten ADF Fitness Center aufgekommen. Da haben auch schon einige Leute dafür gesprochen. Das ist das aktuelle Programm für diese Staffel. Und die Termine sind alle auf Xing gepostet. Wir haben die Termine auch auf den Beehive Online Workspace gestellt. Und sie werden auch noch quasi in der Google-Gruppe auch noch aktualisiert. Ja, das wäre es erstmal so von meiner Seite. Dann begrüße ich ganz herzlich den Ulrich Gerkmann-Bartels zu seiner heutigen Jubiläumssession und übergibt das Wort gerne an dich, Uli. Ja, guten Morgen alle zusammen. Danke, Volker, für die Vorworte. 100 Jahre, nicht 100 Jahre, hunderte Session haben wir jetzt. Thema Modernisierung bei 100 ist vielleicht angesetzt. Wir haben vorhin schon was gesehen, wie wir das angehen wollen. Und ich möchte euch heute ein bisschen was erzählen darüber, wie ich es aktuell sehe und welche Einflüsse wir haben, was Modernisierung ausmacht in Zeiten wie diesen. Und das exemplarisch auch an einem Fallbeispiel eines Projektes. Und Themen sind heute Architektur, Vorgehensweisen, Zeitgeist. Legen wir los. Kurz zu meiner Person, die mich nicht kennen. Ich bin als Enterprise-Architekt, Consultant oder Enabler, so sehe ich mich unterwegs. Das heißt, ich versuche Architekturen unternehmensweit zu etablieren, zu planen, nach vorne zu schauen und die entsprechenden Teams zu enablen, diese Dinge oder diese Ziele dann auf einer technischen Ebene auch zu erreichen. Bin Scrum Master, Softwarearchitekt zertifiziert und bin da seit einiger Zeit unterwegs in großen Organisationen. Gut, jetzt habe ich geschrieben, Modernisierung in Zeiten wie diesen. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Moderne Zeit von Charlie Chaplin kennt. Filmtipp mal angucken. Der Film hat so ein paar Sachen zum Thema, die möchte ich jetzt nicht machen, aber es hat was vielleicht mit den Zeiten zu tun, nur in einer anderen Dimension, nicht Industrialisierung, sondern Informationsrevolution, die uns betrifft und das hat Auswirkungen auf uns. So, was sage ich, was sind diese modernen Zeiten, in denen wir gerade unterwegs sind, in denen wir versuchen, IT-Lösungen zu bauen?
Das heißt, was wir ganz drastisch erleben, ist eine steigende Komplexität der Systeme, der Anforderungen. Der Kunde will heute kein Produkt mehr kaufen, der will eine Lösung haben. Das heißt, er kauft kein Produkt, installiert sich das bei sich, sondern er möchte eigentlich die Lösung haben und funktionieren und möchte nicht darum basteln oder irgendwas. Was wir auch erleben ist, und das eigentlich schon seit 10 Jahren, in Deutschland dann vielleicht vor 5 Jahren angekommen und in manchen Unternehmen immer noch nicht angekommen, dass klassische Vorgehensweisen nicht mehr die Produktivität steigern im IT-Bereich. Haltbarkeitsdaten für Technologie verkürzt sich drastisch. Schauen wir mal heute jetzt im Moment auf die JavaScript-Welt. Welches von diesen JavaScript-Frameworks existiert in 2 Jahren noch? Was ist mit AngularJS? Also wir haben hier einen wahnsinnigen Geschwindigkeit aktuell. Des Weiteren sagt jeder, wir brauchen mehr Ideen und mehr Innovation, aber gleichzeitig haben wir eigentlich keine Zeit. Gucken wir auf der anderen Seite, dann haben wir eigentlich so, dass jede Organisation heute zu einer Software-Company wird. Wenn Sie früher eine Uhr gebaut haben, um halt Ihre Trainingspuls zu messen und solche Dinge zu erfassen, dann reicht das heute nicht mehr aus, diese Hardware zu machen, sondern müssen Sie eine App für haben. Sie brauchen nicht nur eine App, Sie brauchen auch einen Web-Auftritt dafür. Das heißt, derjenige, der früher eigentlich nur Hardware gebaut hat, um irgendwas zu messen, kommt um Software im Consumer-Bereich oder im Business-Business-Bereich auf einer ganz anderen neuen Ebene gar nicht mehr aus. Der zweite Punkt, der aktuell sehr passiert und vielleicht auch noch nicht in der Oracle-Welt so wahrgenommen ist, ist, dass modulare Software, wenn ich heute modulare Software implementiere und sie ins Web stelle, das ist das Thema API-Strategie, REST-Services, API, dann ist die sofort verfügbar. Das heißt, wenn PayPal eine neue API für bestimmte neuen Features ins Netz stellt, dann kann ich meine Lösung sofort auf diese API aufsetzen. Diese Geschwindigkeit hatten wir vor 5 Jahren bestimmt sicherlich in dem Maßen noch nicht. Und wenn Sie heute im Grunde irgendeine modulare Software bereitstellen für Ihre Kunden oder als API als Schnittstelle für andere, dann ist sie sobald verfügbar, sobald sie im Web ist. Und was einher mit diesem Punkt geht, ist die Bereitstellung von Softwarelösungen verändert sich weitreichend. Also ich weiß nicht, wer von euch noch eine Diskette installiert hat. Ja, die Zeiten sind vorbei. Ich weiß nicht, wer noch von euch mit Serversysteme aufgesetzt hat, die vielleicht geklont hat. Schauen wir mal hin, späteren. Meine Meinung ist, diese Bereitstellung der Software ändert sich dramatisch und das hat Auswirkungen auf Architektur. Gut. Wie passt das jetzt in Richtung Modernisierung? Was ich sage, wie gehen wir denn hier mit Modernisierung in Zeiten wie diesen um? Und da möchte ich erstmal 2 Begriffe klären. Das ist jetzt so ein bisschen meine Sichtweise, das ist nicht Wikipedia, aber das ist das, was mir immer am meisten begegnet. In ganz vielen Projekten, sei es jetzt Forms-Migration, sei es Java-EE-Migration, sei es welches System auch immer, reden immer alle davon, wir migrieren und reden ganz häufig, haben sie immer diese Perspektive, wir müssen das in eine neue Laufzeitumgebung bringen, das Ganze. Wir müssen 500 Dialoge portieren in eine neue Technologie, wir müssen diese 500 Dialoge auf einmal machen. Das ist für mich eher Migration. Und für mich ist Modernisierung, dass ein IT-System oder Module dieses IT-Systems oder neue Module fachlich und technisch nach den aktuellen Anforderungen umgesetzt werden. Das heißt, ich mache was Neues. Ich füge was Neues hinzu oder ich schneide Teile aus diesem bestehenden System aus und mache sie wirklich neu, fachlich wie technisch. So, und das hat genau was mit Modernisierung in Zeiten wie diesen zu tun. Wenn Sie auf die linke Seite hingucken, Migration, dann machen Sie vielleicht eine Veränderung, aber Sie machen einen nicht wirklichen Change. Das heißt, Sie halten am Alten fest, aus meiner Perspektive bei dieser Formulierung und Darstellung, wie ich das mache. Und wenn Sie in die rechte Seite gucken, dann heißt es für mich im Grunde an der Stelle, dass Sie wirklich was Neues tun, aber nicht alles auf einmal, sondern genau hingeguckt, fachlich wie technisch orientiert. Und das führt natürlich, da sagen alle sofort, zu Problemen, dass ich doch bestimmte Dinge ja gar nicht für sich alleine betrachten kann. Wie soll ich das überhaupt machen? Und das hat gleich dann wieder was mit Architektur zu tun. Da kommen wir später gleich zu. Und was für mich auch ganz klar ist,
In Zeiten wie diesen ist Evolution notwendig. Man spricht immer von evolutionärer Architektur. Wir können nicht an dem dauerhaft festhalten, wie wir es vielleicht lange Zeit gemacht haben, indem ich Visual Basic programmiert habe und VB6 und ich habe das alles auf meiner Windows-Maschine gehabt habe. Das wird in der Cloud und im Web nicht mehr funktionieren. So, das heißt, es muss hier auch deutlich sein, Systeme und Technologien werden aussterben. So. Was sind denn jetzt unsere Herausforderungen, wenn wir das sehen mit, in modernen Zeiten? Ich hatte eine, als Architekt hatte ich eine ganz konkrete Herausforderung. Meine Aufgabe war es, eine Lösung zu etablieren in einem öffentlichen Bereich, der auf ADF basiert und der bestimmte Prämissen hatte. Zu diesen Herausforderungen komme ich gleich. Und ich möchte Ihnen jetzt eigentlich präsentieren, wie wir es geschafft haben, an der Stellung einen ersten Preis zu bekommen und das Ganze auch noch in 10 Monaten zu realisieren. ADF im Enterprise. Die Herausforderung war, dass wir Teil dieser Lösung, die wir links sehen, das ist ein Screenshot, Teil einer übergreifenden fachlichen und technischen Portalstrategie ist. Portale integrieren. Dann ist die Umgebung in diesem öffentlichen Bereich, die IT-Systeme sind riesengroß, das kann man sich fast gar nicht vorstellen. Es gibt hier ganz klare Vorschriften, wie etwas zu passieren hat. Es gibt feste Release-Zyklen, an die sich doch jeder halten soll. Allein die Umgebung bereitzustellen dauert 3 bis 6 Monate. Jetzt haben wir mal vorhin die Zahl gesehen von 10 Monaten. Das heißt, wenn ich da am Anfang einen architektonischen Fehler mache und bestelle bestimmte Umgebungen, dann kann ich die in einer Laufzeit von 10 Monaten gar nicht mehr ändern. Was wir auch hier haben, sind Beteiligungen von N-fachlichen und technischen Abteilungen, die entsprechend Schnittstellen, Anforderungen etc. haben. Und all die sind ja auch an diese Umgebungen und an diese Release-Zyklen gebunden. Des Weiteren hatten wir in dem Fall hohe Berührungsängste mit den Oracle ADF-Technologien, weil man das halt nicht gelebt hat. Das heißt, alles Neue, jeder Change macht Angst. Und was wir in diesem Kontext noch sehen müssen, ist, dass es ganz klare, im Enterprise ganz klare Regeln gibt oder Strategien gibt, wohin man sich entwickeln will. Die Frage ist, wie schnell schafft man das und in welchem Zeitraum? Und ein weiterer wichtiger Aspekt hier ist, dass es eine langfristige Private Cloud Strategie gibt. Und wenn ich heute Lösungen baue, sollte ich die vielleicht betrachten. Um das Ganze mal so ein bisschen deutlicher zu kriegen, habe ich unten links mal so Kästchen hingesehen, gemacht. Jedes graue Kästchen ist im Prinzip eine Umgebung, durch die das Produkt, was gebaut wird, laufen muss. Das heißt, wir haben schon allein 2 Stufen in der Entwicklung, Sie haben 3 Stufen im Test und dann kommen Sie erst in der Portal. Das heißt, wenn Sie Ihr qualitätsgesichert entsprechend diese Dinge so durchziehen wollen, müssen Sie Ihre Lösung, ich sage jetzt mal, die Seite, die Sie bauen, durch all diese Schichten bringen, sonst sind Sie nicht in der Prot. Na, das ist schon allein ein langer Weg. So. Was hat das mit DevOps zu tun? Was hat das mit Microservices zu tun, was ich Ihnen gerade gesagt habe? Der Begriff DevOps, ich habe hier einen Auszug aus Wikipedia, ich will das hart zusammenfassen, ist einfach dazu, es soll die Grenzen zwischen Entwicklung und Operations überschreiten. Das heißt, wir reden hier eigentlich von IT-internen Silos in großen Organisationen. Und DevOps hat zum Ziel, diese zu überwinden und so schneller und besser Qualität bereitzustellen und die Lösung bereitzustellen. Und wenn Sie sich an die 3, 4, 7 Kästchen, die Sie vorhin gesehen haben, unten links unter dem Screenshot sehen, das heißt, jeder dieser Übergänge ist eigentlich, müssen Sie eigentlich überwinden, um eigentlich Ihre Lösung durchzubringen. Und was hat das mit Architektur zu tun? Das hat so viel mit Architektur zu tun. Je mehr Sie Schnittstellen haben, je mehr Abhängigkeiten, je komplexer das Deployment, was Sie da haben, ist, je schwieriger ist es natürlich, dieses über diese Stages zu bekommen. Und ohne die entsprechenden Stakeholder in den jeweiligen Silos, in den jeweiligen, haben Sie keine Chance. Und deswegen hat sich das eigentlich so etabliert, dass man jemanden braucht, das zu haben. Gehen wir weiter. Was für Antworten habe ich Ihnen mitgebracht?
Stafford, da habe ich leider einen Fehler in der Folie, ist eigentlich eine Antwort darauf, um diese Herausforderungen hinzubekommen. Da kommt sie nochmal. Ich hatte die Folie scheinbar doppelt. Gehen wir einmal weiter. Und dann ein nächster Ansatz, um halt hier im Grunde hinzubekommen, dass Teillösungen, die in ganz klaren, abgesteckten Kontexten, fachlichen Kontexten, bounded Kontext, sagt man auch, funktionieren, hat sich ein Architekturmuster etabliert oder ist gerade gehypt oder was auch immer, obwohl es eigentlich früher das auch schon gab. Und das nennt sich Microservices. Und in Microservices geht es eigentlich darum, weg von einem Monolith, einem wahnsinnsgroßen Applikation, wo alle entsprechend ihre Services, alle ihre Dinge rein integrieren, hin zu ganz klare, abgegrenzte Kontexte zu realisieren und sie nur lose an andere Dinge zu koppeln. Einhergeht bei Microservices sowas, dass es sogar sein kann, dass diese modulare Lösung, kleines Element sogar unterschiedliche Technologien nutzen kann. Aber nach außen habe ich eine sprachunabhängige Schnittstelle. Aber was ich im Inneren damit tue, wie ich meine Lösung hinbekomme, obliegt mir. Ein weiter wichtiger Punkt ist an der Stelle, bevor ich vielleicht zig Schnittstellen aufmache, denke ich auch vielleicht daran, Daten redundant zu halten. Also das Prinzip oder die Idee dabei ist, sich halt auf das Wesentliche für sich zu fokussieren und nach außen lose zu koppeln. Und ein wichtiges Prinzip ist hier, dass man gesagt, so ein Microservice wird von einem Team gebaut. Das heißt, alle die, die an diesem Microservice arbeiten, fachlich wie technisch, sind im Bilde, was passiert und müssen nicht mit zig anderen Personen sprechen, um rauszufinden, was eigentlich zu tun ist und anzubinden ist. Und das haben sie natürlich in vielschichtigen Umgebungen, dass sie mit vielen Leuten sprechen müssen, wenn sie nicht versuchen, in so eine Idee überzugehen. Wenn sie diese Bestrebungen zusammenbringen und mich dann fragen an der Stelle, wie kriegen wir in Zeiten wie diesen die erhöhte Komplexität in den Griff? Dann ist es ein Set aus einzelnen Elementen, wie Scrum, wie DevOps, wie Microservices, wie Container, wie Cloud, da gehe ich später nochmal drauf ein, um überhaupt Komplexität heute beherrschbar zu machen. Und ich habe das nochmal ganz deutlich dahin gesprochen, um Ihnen zu sagen, was ich erlebt habe in der Vergangenheit ist, dass Projekte irgendwie starten und neue Technologien einführen, sie aber diesen großen Klotz oben links, Mensch und Kultur, nicht beachten. Und dann kriegt man die Komplexität nicht in den Griff. So, und wenn Sie sich jetzt anschauen, was in Softwareentwicklung und Architekturen in modernen Zeiten wie diesen ausmacht, dann ist es, die ersten beiden Blöcke, bevor ich überhaupt zu einer Architektur wie Microservice komme, bevor ich überhaupt zu einer Technologie komme, ist die Adressierung Mensch und Kultur, fachlich wie technisch und in dem Sinne vielleicht auch noch betrieblich. So, und mit diesem Ansatz im Hintergrund und Continuous Delivery, die Sie brauchen, um halt im Grunde über diese Schichten zu kommen, kriegen Sie entsprechend Komplexität im Griff. Wie sieht es aus? Wie haben wir das jetzt im Grunde an der Stelle bei diesem Projekt gemacht? Wir haben Scrum so viel wie möglich versucht einzusetzen. Wir haben im Hintergrund eine übergreifende Maßnahme in der IT in die Wege geleitet. Das waren unsere DevOps. Also außerhalb der eigentlichen Realisierung, sich mit allen Stakeholdern aus dem Betrieb kontinuierlicher Austausch erfolgt, um die Umgebungen etc. bereitzusetzen. Wir haben im Grunde innerhalb der Organisation eine Entwickler-Community gegründet. Die ist erst im Aufbau, die könnte noch besser werden. Aber wichtig ist hier Kommunikation. Es geht eigentlich nur um Mensch und Kultur. Wir haben hingeguckt, dass das System kleine Services integriert und gleichzeitig nicht dieses System sich in einen riesengroßen Monolithen integriert, was bis daher eigentlich die Referenzarchitektur war. Sie können sich vorstellen, dass das durchaus einige
Implikationen hat an der Stelle hinsichtlich Roadmap-Architektur. Wir haben entschieden, dass auch Daten gegebenenfalls redundant vorgehalten werden. Beispiel an der Stelle war, es war die Anforderung, bestimmte Statistikdaten anzuzeigen. Und jetzt zu sagen, wir warten mal auf einen Webservice, der uns diese Statistikdaten liefert, das kann ja wahrscheinlich dann in ein oder anderthalb Jahren sagen, haben wir entschieden innerhalb der Architektur zu sagen, okay, wenn diese Daten sich sowieso nicht so häufig ändern, sondern wir im Intervall von einem halben Jahr etc. liegen, warum halten wir uns diese Dinge nicht redundant und warten auf der Stelle nicht auf diese Services, die uns andere liefern müssen? Und wenn dann die Zeit soweit ist, können wir diese Pools gegebenenfalls wieder aufheben. Der andere wesentliche Punkt ist, dass wir alle wichtigen Implementierungsmusters und die Architektur im Grunde vor Realisierung von Features durchprobiert, durch Spikes oder POC verifiziert hatten, sodass der Grundbau eigentlich im Wesentlichen stand. Und was wichtig ist, sie holen sich ein bis zwei Projektspezialisten ins Team, die im Grunde auch die Spikes und Implementierungsmuster und Architektur, die sie aufgesetzt haben, durchbringen. Das waren die wesentlichsten Antworten. Und wenn Sie sich das obere angucken, die ersten drei Punkte, geht es nur um den Menschen und um die Kultur. Der vierte und fünfte Punkt und sechste Punkt, da geht es um Microservices, da geht es um Architektur. Und der vorletzte Punkt, da geht es um Architektur und Vorgehensweisen. Und der letzte Punkt ist dann die technische Expertise im Produkt oder Technologie. Gut, schauen wir weiter. Wir haben dann vorhin so zwei, drei graue Kästchen gesehen. Ich gehe vielleicht nochmal zurück. Container und Cloud. Wenn Sie sich die Architektur Microservices angehen und Sie sagen, okay, Sie haben jetzt Ihre Lösung als einen Microservices, als ein funktionales Element mit klarem, begrenztem Kontext, dann stellt sich hier die nächste Frage, wie kriegen wir diese Dinge dann auf die letzte Meile? Und ich weiß nicht, ich denke, jeder von Ihnen hat es mitbekommen, dass da einiges unterwegs ist. Mit Container meine ich Docker. Mit Container meine ich so etwas, dass mein System, was ich baue, in so einem Container im Prinzip enthalten ist und ich nur noch diese Container auf den Weg schicke, durch die Schichten, die wir vorhin gesehen haben, oder auch einfach in die Cloud. So. Dieses Ziel haben wir aktuell, da wo ich unterwegs bin, noch nicht erreicht. Das ist noch vielleicht noch ein längerer Weg, aber das sind diese Aussichten. Und das ist das, was Architektur an der Stelle und vor allen Dingen, wie sie Projekte aufsetzen und wie sie damit umgehen, berücksichtigen muss. Die Bereitstellung eines Systems ändert sich dramatisch. Das heißt, aus meinem Gefühl her ist es so, viele sagen, Docker etc. ist noch gar nicht so weit, das wird gar nicht im produktiven Einsatz genutzt. Das stimmt nicht. Also viele Unternehmen, ich nehme mal zum Beispiel Spotify, setzen diese Dinge komplett in der Produktivität mittlerweile, in der Produktion mittlerweile ein. Und das wird immer mehr angenommen werden. Zeitraum kann ich Ihnen dann, kann man nur fühlen oder kann man nur erahnen, aber es hat einen absoluten Change. Und das nächste, was das damit zu tun hat mit der Cloud, ist, wenn Sie auf diese Art und Weise Architektur und Bereitstellung von Systemen machen, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf Lizenzmodelle. Wenn Sie früher eine Software gekauft haben, werden Sie sie vielleicht nur noch mieten oder als Abo. Das kennen wir alle. Ich kaufe mir eine ERP-Lösung nicht ein, sondern ich miete sie. Oder diese Modelle, die man bei Amazon etc. hat. Und das, was wir den Druck da haben, ist die Kosteneinsparung, die Skalierbarkeit nach Bedarf. Das heißt, auch für mich in der Architektur, wenn ich meine Kontexte so schneiden kann, nach der Idee von Microservices, und ich habe sie auch in Containern und ich habe sie vielleicht auch in der Cloud, dann kann ich zu bestimmten Zeiten im Jahr diese Services beliebig und einfach skalieren und zur Verfügung stellen. Und wenn ich ein Sommerloch habe, ja, dann spare ich da an der Stelle einfach die Kosten. Genau das Gleiche gilt auch, wenn ich im Grunde ein Testsystem habe. Wenn meine Architektur an der Stelle so ausgelegt ist, dann kann ich
dann kann ich Microservices innerhalb von Container in 0,0 in einer Testumgebung bereitstellen, meine Tests fahren und anschließend auch wieder runterfahren. Wenn Sie sich heute überlegen, wie lange Sie brauchen, Testumgebungen bereitzustellen, ist das eine erhebliche Kosteneinsparung. Und deswegen hat Architektur ganz wichtig hier was mit zu tun. Der nächste Change, den Sie sich vorstellen müssen, kommen wir zu der rechten Seite, ist Architektur in der Cloud, wie gerade dargestellt, sieht ganz anders aus, als wir es aktuell in der Klassendatenbank kennen. Ich treffe immer wieder auf so Diskussionen, die sagen, ja, wir brauchen das, machen wir denn in unser unternehmensweiten Datenbankmodell? Das funktioniert nicht mehr. Diese Denkweise wird nicht mehr funktionieren, weil diese Schnittstelle existiert nicht. Und das ist dieser zweite Punkt, der da steht. Schnittstellen existieren nicht mehr wie früher. Viele, sage ich mal, im Bereich von Oracle integrieren über die Datenbank. Ja, File-Systemzugriff, CSV-Dateien etc. Diese Systeme werden in der Cloud so nicht mehr funktionieren an der Stelle. Wir haben hier andere Paradigmen. Und aus meiner Perspektive, und wenn Sie das links anschauen, dass sich die Lizenzmodelle ändern, wenn sich die Bereitstellung ändern, dann ist für mich eigentlich vollkommen klar, dass in Zukunft alles Cloud ist. Egal, ob Sie das erstmal für sich private pflegen und niemand anders kommt drauf, aber wer macht die Infrastruktur? Vielleicht macht das auch ein Dienstleister, der aus irgendwo kommt, der Ihnen die Cloud-Infrastruktur dahinstellt. Aber trotzdem ist es in Ihrem privaten Netz. Public oder private, da brauchen wir nicht weiter drüber reden, aber für mich ist die Zukunft eigentlich alles Cloud. Und dann ist eigentlich die Frage, mache ich selber Produktentwicklung? Wie sieht meine Architektur auf? Auf welchen Schnittstellen beruht die? Ist es darauf vorbereitet? Ist mein Team darauf vorbereitet? Kann ich eigentlich agil, wirklich agil arbeiten, so dass ich einen begrenzten Kontext habe und mein Team kümmert sich nur um diesen begrenzten Kontext? Oder ist es alles so, dass jeder hier irgendwo in sich Dingen rumhantieren muss und einen Kontext im Kopf haben muss, der eigentlich größer als die Cloud ist? Und ist mein Management darauf vorbereitet? Und wenn Sie mich fragen, was aktuell eine disruptive Technologie ist, dann antworte ich Ihnen darauf, das sind Container und Cloud. Weil das wird dieses Modell ändern. Schauen wir weiter. Ich weiß nicht, das ist jetzt so eine kleine Anspielung. Ich komme dann auch zum Ende. Das Wort zum... Also was ich Ihnen erzählen wollte, ist, dass man bestimmte Dinge an der Stelle ganz wichtig mit den Menschen angehen muss. Bestimmte Architekturen haben drastische Auswirkungen auf die Zukunft. Und das jetzt mal ganz plakativ nochmal hinzubekommen, ist hier einfach von mir so aufgefasste Dinge, die Sie mitnehmen sollten, wenn Sie Modernisierung in Zeiten wie diesen machen. Das ist der Punkt 1, der Mensch ist die Plattform. Ich weiß nicht, wer das kennt, es gibt so 10 Things Every Software Architect Should Know. Dieses aus A muss B folgen, damit meine ich, naja, wir haben schon immer diese Technologie gemacht oder die neue Technologie, die wir kaufen, damit machen wir jetzt alles. Nein, das ist vielleicht ein bisschen zu leicht. Dann ein schönes Zitat von John F. Kennedy. Das ist wirklich so und nehmen Sie es mit. Und der vierte Part oben, das ist eigentlich der Gegenpart zu der Mensch ist die Plattform. Vergessen Sie das nicht. Wenn Sie heute ein JavaScript-Projekt machen, dann wissen Sie nicht, ob die Frameworks aktuell nächstes Jahr noch da sind. Lassen Sie sich da auch da rein ein. Haben Sie technologische oder Vorgaben in einer Roadmap, die 5 Jahre alt sind oder 6 Jahre alt sind, dann sollten Sie an der Stelle sehr schnell überlegen, ob das noch so passt und wie Sie Ihre Organisation mitnehmen. Und der eine Punkt ist, ich höre das so oft, naja, die Cloud, die das machen andere. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Cloud auch nach Deutschland kommt. Okay, was kann ich Ihnen noch mitgeben? Mitgeben jetzt hier an der Stelle ist dieses super Buch. Schauen Sie sich das an, sehr dick. Ist auch schon etwas älter. Continuous Delivery, weil das beschreibt, warum Sie DevOps brauchen. Das beschreibt, warum Sie dies brauchen. Und das ist ein wesentlicher Aspekt, heute moderne Software zu schreiben, in Zeiten wie diesen. Das nächste Buch, was ich Ihnen empfehlen kann, ist von Sam Newman, Building Microservices. Man muss nicht Microservices immer so machen wie all das und, sage ich mal, so zu 100%, sondern die Idee ist eigentlich ziemlich wichtig, die da passiert.
Und dieses Buch hat ziemlich viele Beispiele und Samples und man kann gucken an der Stelle, okay, wie passt das eigentlich für sich? Und ein drittes Buch möchte ich Ihnen noch jetzt am Ende mitgeben, ist, da sollte eigentlich eine Taschenlektüre für jeden Softwarearchitekten sein, ist die 97 Dinge, die jeder wissen sollte. So. Damit bin ich eigentlich an der Stelle durch. Ich schaue mal in den Chat oder der Volker meldet sich. Ich melde mich. Es gibt ja auch ein paar Fragen an dich. Also eine Frage, die lautet, beginnt erstmal mit einem Kommentar. Ein Microservice-Archetyp bevorzugt auch eine Redundanz von Daten, falls erforderlich. Wie ist deine Sicht auf Source Code bezüglich Redundanz und Wiederverwendbarkeit? Stichwort Commons Module. Ja. Ganz, ganz. Also, da möchte ich auch direkt darauf antworten. Was ist eins der überschätztesten Paradigmen in der Softwareentwicklung? Wiederverwendbarkeit. Da sage ich jetzt mal ganz plakativ. Also an der Stelle ist ein wichtiger Punkt in den Microservices oder in der Idee. Ich mache die Dinge nur so groß, so dass ich auch überschätzen kann, was es heißt, die Dinge neu zu schreiben. Das heißt, manchmal ist es vielleicht viel schneller, dass ein Entwicklungsteam Dinge neu macht, als mit Zwang zu versuchen, andere Dinge wieder zu benutzen, weil sie die schon so angeboten kriegt, aber nicht richtig passt. Und wenn dann auch noch diese Schnittstelle oder das, was man dann benutzen will, auch noch über Verträge etc. gesichert ist und über mehrere Sitzungen besprochen werden muss, ob ich das überhaupt nutzen kann und wann es denn wieder zeitlich denn überhaupt dieser Service zur Verfügung steht. Und dann geht es darum, vielleicht nur ein kleines Element zu machen. Dann macht es aus seinem Sinn keinen Sinn, das auf Brechen und Biegen hier eine Wiederverwendbarkeit hinzubekommen, sondern dann sollte man schauen an der Stelle, ob es nicht sinniger ist, Teile hier erneut zu programmieren, wenn sie fachlich im Rahmen bleiben und der Kontext klar gesteckt ist. Und das meine ich auch mit den Daten, so wie ich es vorhin dargestellt habe. Also hier eine Diskussion über den Provider Statistikdaten zu führen, wann wir überhaupt einen Service bekommen würden, der uns das irgendwann dann mal liefert, aber fachlich überhaupt kein Ergebnis liefern zu können, haben wir deutlich hingegen schon, indem wir gesagt haben, wir halten diese Daten redundant und wir können es auch vertreten und wir können es auch argumentieren. Also das heißt, wenn ich nochmal auf Commons Module eingehe, heißt es für mich, es gibt sicherlich ein Toolkit unten drunter, es gibt sicherlich bestimmte Framework-Elemente, die im Grunde wiederverwendbar sind. Es gibt auch bestimmte Business-Services, die so stabil und wo man heute schon auch sieht, dass diese Services wiederverwendbar sind. Aber alles darüber hinaus, was in meinen Kontext fällt, entscheide ich in meinem Kontext, ob ich es nicht neu mache oder nicht. Das muss man prüfen. It depends, wie der Consultant so sagt. Und eine letzte Frage habe ich noch aus dem Chat, Uli, an dich. Welche Ansätze würdest du für die Verwaltung des Status, sprich State, in Microservices empfehlen? Ja, also mein Wunsch, wenn es denn sich überhaupt irgendwie dahin kann, würde ich sagen, in der Cloud und in Web-Architekturen sollten wir hinschauen, dass wir alles so gut wie möglich stateless hinbekommen. Das heißt, wo immer es geht, versuche ich keinen State in meinen Backend-Systemen zu halten. Warum ist es so? Ja, wenn ich einen State halte, muss ich den auch propagieren. Wenn ich einen State halte, dann muss ich den irgendwie im Backend-System über die verschiedensten Server oder Cluster propagieren. Das bringt eine hohe Komplexität. Wenn wir uns solche Modelle anschauen, die Facebook macht, an der Stelle ist, die Facebook assembled einzelne Elemente der Oberfläche komplett über eigene REST-Services und assembliert die an der Stelle. Ähnlich macht es auch Amazon mit dem Rating, mit der Lieferfähigkeit etc. An diesen Stellen wird der State eigentlich im Client gehalten. Und die Aufrufe in die jeweiligen Backend-Systeme sind komplett stateless. Inwieweit das dann an der Stelle, und ich sehe, ich bin schon locker über die Zeit, mit den Architekturen und Strategien einer Benutzersession in der Datenbank zusammenpasst, das muss man prüfen. Aber
meine Aussage ist, am liebsten möchte ich keinen State und den nur temporär. Vielen Dank, Uli, erstmal so für deinen interessanten Vortrag und für die interessanten Denkansätze, die du uns da auf den Weg mitgegeben hast. Ich möchte Sie einfach nochmal darauf hinweisen, wir werden nächste Woche, haben wir schon die nächste ADS Spotlight Session. Da wird die Annegret Warnecke uns was zum Alter UI sagen, die Grundkonzepte vorstellen anhand eines Umsetzungsbeispiels. Und Sie sind herzlich eingeladen, dort auch wieder teilzunehmen. Wir beginnen um 9 Uhr. Also das können Sie sich schon merken. 9 Uhr ist immer Startpunkt, Freitag nächste Woche. Ja, wir werden die Folien dann auch für Sie wieder bereitstellen in der ADS Spotlight Mediathek auf OTN. Und das Recording wird zusätzlich dann noch im YouTube-Channel bereitgestellt. Ja, also ich gucke noch mal im Chat, Uli, ob da sind keine weiteren Fragen. Dann wünsche ich Ihnen alle ein schönes Wochenende und wir sehen uns und hören uns dann nächste Woche. Bis dann.